Einführung des C00169. In diesem Video werden wir uns mit den Werkzeugrahmenkomponenten, einer kurzen Übersicht über die Funktionen des Werkzeugs, wie das Werkzeug funktioniert und wie ein Spannband entsprechend anzuwenden ist, beschäftigen. Dies ist der C00169. Er ist für Bänder zwischen 1/4 Zoll und 3/4 Zoll Breite und bis zur 0,30 Zoll Dicke ausgelegt. Dies ist der C00369. Er ist für die Bänder zwischen 1/4 Zoll und 3/4 Zoll Breite und bis zur 0,44 Zoll Dicke ausgelegt. Dies ist unser G40269 Giant Tool. Es ist für 3/4 Zoll bis 1/1 Zoll breite Bänder und bis zur 0,44 Zoll Dicke ausgelegt. Wir werden mit der Nase des Werkzeugrahmens beginnen. An der Nase des Werkzeugrahmens finden Sie einen Einführungsschlitz für das Band, die Abkanthebel, den Griff des Abkanthebels und die Zugspindel. Wenn Sie eine Klemme ordnungsgemäß anbringen, die Klemme sollte so orientiert sein, dass das Schneidblatt nach unten und außen zeigt und nicht gegen den einst zu klemmenden Gegenstand. Nehmen Sie das Hinterteil der Bandklemme, öffnen Sie den Schieber und führen Sie das Band durch die Öffnung der Nase des Werkzeugs durch den Greifer ein. Das Schloss muss an der Nase des Werkzeugs anliegen. Beginnen Sie das Band zu spannen, indem Sie die Spindel im Uhrzeigersinn drehen, bis sie fest sitzt. Jetzt werden wir das Band weiterspannen, bis die maximale Spannung erreicht ist. Wenn das Stahlband bis zu seiner Fließspannung gespannt ist, hat es die maximale Haltekraft. Das Band über die Fließspannung hinaus weiter zu spannen, wird das Band dehnen, jedoch keine weitere Haltekraft liefern. Bei einer weiteren Spannung und Dehnens würde das Band letztendlich reißen. Wie machen wir also die maximale Spannung ausfindig? Es gibt drei verschiedene Methoden, um die maximale Spannung herauszufinden. Die erste Methode ist der Drei-Linien-Test. Zeichnen Sie mit Hilfe eines Filzstiftes 3 bis 4 Linien in einem Abstand von 1/4 Zoll vom Schloss. Fahren Sie mit dem Spannen fort, bis Sie die Bewegung der Linien relativ zum Schloss sehen. Die Klemme wird ihre beste Festigkeit erreichen, wenn sich die Linien nicht mehr bewegen. Die zweite Methode, um Ihre maximale Spannung zu ermitteln, ist, Ihren Finger auf das Band-It-Band und das Schloss zu legen, während Sie die Spindel drehen. Die maximale Stärke wurde erreicht, sobald sich das Band nicht mehr durch das Schloss bewegt. Die dritte Methode ist ein T065 Kraftbegrenzer auf der Rückseite des C00169 zu befestigen. Der Kraftbegrenzer ermöglicht den Gebrauch dieser manuellen Werkzeuge, um Klemmen konsistent mit einer entsprechend eingestellten Spannung zu verbauen. Wenn weitere Klemmen gespannt werden, wird ein Stift herausfallen und anzeigen, dass die Klemme angezogen ist, um ein Überspannen zu verhindern. Sobald die maximale Spannung erreicht wurde, drehen Sie das Werkzeug um und drehen Sie die Spindel eine halbe bis ganze Drehung zurück. Die Spindel nicht zu lösen, könnte beim Umdrehen zum Reißen des Bandes führen. Hinweis: Die Spannung geht nicht verloren, wenn das bei der Biegung verwendete Band abgeschnitten wird. Der Schneidebalken sollte nun nach oben zeigen. Halten Sie das Werkzeug mit einer Hand fest, während Sie den Schneidbalken mit einer schnellen, starken Bewegung ziehen oder drücken. Der nächste Schritt ist, das Werkzeug zu entfernen. Wir werden eine Bandlasche überstehen haben. Drücken Sie diese durch die Ohren der Schnalle. Dann werden wir die Ohren über die Schnalle hämmern. Fertig ist die geschlossene Bandklemme. Ein weiteres Beispiel einer geschlossenen Klemme. Entfernen Sie den verbliebenen Bandschwanz vom Werkzeug, indem Sie den Greifer hochheben und den Schieber zur Startposition für die nächste Bandklemme zurückschieben. Dieses Werkzeug schneidet das Band direkt von der Rolle, wodurch kein Material verschwendet wird. Das gesamte Band steht für Ihre Anwendung zur Verfügung. Der C00169 kann mit weit über 2400 Pfund Spannungskraft anspannen. Zur Information, bei einem 201 Edelstahl mit 3/4 Zoll Breite werden 2250 Pfund erreicht.